And I will chime and I will flash with the century on the radio. A soldier puts his gun away to see once he changes life. And the sunset looks so beautiful, and the sunset looks so marvelous. And the sunset looks so beautiful, and the sunset looks so love by wire. Is the only way I want to love by wire. Is the only way I want to love by wire. Is the only way I want to love by wire. Is the only way I want to love you. Crack down all the walls around the world. And the sunset looks so beautiful, and the sunset looks so marvelous. And the sunset looks so beautiful, and the sunset looks so love by wire. Is the only way I want to love by wire. Is the only way I want to love by wire. Is the only way I want to love by wire. Is the only way I want to love. In town, and he wants to find this region here. Come on, baby, from my heart, I wanna do it all, I want to. Give me all your love, give me all your hatred, give me all your love, give me all your hatred. It doesn't matter what you are, and it doesn't matter where you are.
Ja, schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Das ist the House of Curse. I've got a new house here in the town, and a pretty ghost lives in it. He cursed the house 'cause she wants to dance. He cursed the house, that's his only chance. Say that word, listen to the song. Say that word, we gonna dance around. Very sure that's what I'm looking for. Give me a chance. Dankeschön. Ja, seit langer Zeit, seit etwas längerem mal wieder in Berlin. Ja, in Berlin. Sind ja nicht alles Berliner hier, wa? Das wissen wir. Viele Grüße nach Freienwalde und nach Schwedt und was weiß ich sonst wo immer. Das ist Cinderella. Strange game, there's no way out, there's no way out. Love
Inside the story, but you trapped inside the curse. Red light in the movie, red light in the story I read. Red light and a fire. Vielen Dank. Schön warm hier, ne? Ja, finde ich auch. Das nächste Stück, das wir jetzt spielen, wir spielen nicht nur alte Sachen, wir spielen auch ganz, ganz neue Sachen. Und natürlich planen wir doch auch schon eine Platte, eine neue, aber die wird es dann wahrscheinlich erst Anfang nächsten Jahres geben. Aber man kann ja nie früh genug damit anfangen, wa? Gut, das ist die Geschichte, die heißt Change the Sides. Be the lady, could be a five last minute in July.
Steht. Soll ich mal vorlesen, was auf der Titelliste steht? Nee, zeigen wir nachher. Das ist die Geschichte von der besten Freundin. The best girlfriend. Yeah.
Like a storm. Love is getting stronger when we are with us. Looked in her heart, she looked into the eyes. She see it between her lips. And I cannot fight for you. And I cannot fight for you. She's my best, girlfriend. She's my best, best girlfriend. She's my best, best girlfriend. She's my best, best girlfriend. Love is getting stronger. Love is coming. Love is growing stronger when the love will come. Got a gun on suicide day and a secret between her lips. And I cannot fight for you. And I cannot cry for you. She's my best, best girlfriend. She's my best, best girlfriend. Love is going stronger. Love is coming. Love is growing stronger. When the love will come. The cry of the wolf. In darkness, I watch you the pack. The moon appears to glow. A change of skin, how our future's strange. Fight it off. In the night I feel my heartbeat. In the night I feel so strange. In the night I look in the mirror. When I hear the cry of the wolf, just go. Cannot bear what's moving me. Please listen to my prayer. In the night I feel my heartbeat. In the night I feel so strange. In the night I look in the mirror.
silver bullet, salvation for my soul. Escape that last of all change you get in your ear, cry on the world. In the night I feel my heart beat, in the night I feel so strange. I look in a mirror and you hear the cry of the Dankeschön. Und es ist schon kälter geworden, ne, wa? Und wenn wir es noch wärmer machen. Das nächste Stück hat so einen schönen Namen und heißt Faszination. I'm running with my life through my calling to me with a fascination. And I wanna love your body on the bed of the sea with a fascination. And there's black and white, you got the colors in my heart with a fascination. When I wanna kill the price with a thought that I've got, the life is a lie nobody can read. Alive, I don't see just fascination. And I wanna love a girl that I saw in the with fascination. And I don't wanna play with diamonds and I forgot to dream with a fascination. Dry my tears in the rain with a fascination. When I don't wanna kill it tight to the thought that I've got, the life is a lie nobody can reach it. Find my tears in the rain, cover me just with fascination. Find my tears in the rain when the life is a lie that I see. Dry my tears in the rain,
Dankeschön. Ist das denn nett? Wollt ihr mir die Hosen runterziehen? Ne? Wonderland ist abgebrannt. Ach nee, ist ja falsch. Denn das nächste Stück ist auch wieder etwas Neueres. Das haben wir schon mal. Vielleicht war jemand im Dezember in Köpenick, da haben wir das auch schon mal. Ja, na dann kennt ihr das. Dann könnt ihr schon mitsingen. Das ist das Lied von den Raben, die durch die Gegend fliegen, wenn die Erde untergegangen ist und dunkel. Das ist... Was? Ey, wir müssen erst mal klären. Oh, das ist die Raven's Flight.
Das nächste Stück ist vom Rücksitz eines Autos. Das ist in the backseat of my car. Dankeschön. Das nächste. Sehr besinnlich und sehr neu, die Geschichte, die aus Träumen besteht. Das ist, spielen wir das erste Mal? Ja, nee, war nicht ganz. Fast das erste Mal, Dreams. Wow.
smile, looking in the face of tears. And I want to take your hand in the night. Love is the word I've been trading in my heart. Vielen Dank. So, wunderbar, jetzt sind wir alle schön. Sing your song.
Danke. Jo, Dankeschön, ne? Ja, jetzt spielen wir noch ein Liedchen von unserer ersten Platte. Für die, die zum ersten Mal hier sind, also wir haben schon zwei Platten. Die erste ist Torture, die zweite ist Faszination. Es gibt ja immer ein erstes Mal. Jedenfalls das von der ersten, etwas umgewandelt, ist der Titel und der heißt Doomsday. Vielen Dank. So, und jetzt kommen wir zum Ende. Ah, endlich kommen wir nach Hause. Ja, ja. Ja, jedenfalls kommen wir zum Ende. Und wir verabschieden uns mit einem Lied von der Fascination, das über den Blade Runner Film handelt. The Dangerous Friends of J.F. Sebastian. The information he gets.
I rely heavily on advice from the American Nazi Party. I'm a thousand fans, well, I'm a toys now. I wanna give them life, tell me what is you. I am a scientist, I wanna create friends now. Hey, Jesus, you do me infinity, John. Now, dancing on the beach, ready for the savior. Dancing on the beach, when the ship goes down. I'm dancing on the beach, ready for the savior. I'm dancing on the beach, when the ship goes down, to go. Well, it has to be king, and I wanna play the game now. I'm not a jerk for you, I wanna fight against it. You can't kiss and kill you with me, I love you. I wanna have my friend right forever now. So, dancing on the beach, waiting for the savior. Dancing on the beach, when the ship is gone. Dancing on the beach, waiting for the savior. Dancing on the beach, when the ship is gone. Dancing on the beach, when the ship is gone. Dancing on the beach, ready for the savior. I'm dancing on the beach, when the ship is gone. Down, 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 down. Tschüss und vielen Dank. Ciao, ciao. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank. Okay.
Das stimmt nicht. Dankeschön. Auch nicht. Es kommt demnächst, können wir sagen, vielleicht eine Vorankündigung. Es kommt demnächst ein Sampler raus, da ist der geliebte Philipp Bohr drauf und da ist so Fury in the Slaughterhouse im Ring, glaube ich, also die Rough Trade raus und da sind wir auch drauf mit einem Lied, das heißt Wonderland. The silence, and I take your hand again and again. Come with me in a wonderland. Wow! Seht ihr? Okay, jetzt kommt Wonder, das war so in etwa der Mix dafür, das ist Wonderland. Tell me where is your promised land? Tell me where is your silence? When I take your hand again and again. Come with me in a better world. In the wonderland, it's up to you. In the wonderland where I'm waiting for you. Wonderland is my country. Tell me where I can find the rest. Tell me where is the solution. When I took your hand again and again. Come with me in a better world. In a wonderland, it's up to you. In a wonderland where I'm waiting for you. Wonderland is my country. We don't need a king or a queen. We don't need a ruler. When I take your hand again and again, come with me in a wonderland. Dankeschön. So, ja, dankeschön. So. Falsch. Ja, es gibt einige wissen es ja schon. Es gibt natürlich Liebhaberstücke immer auf unseren Konzerten. Das sind so eine kleinen Platten. Da ist ein Lied drauf. Wie gesagt, das gibt es nur bei Konzerten. Das gibt es gar nicht in den Läden. Es ist nur ein ganz, ganz wertvolles Stück. Das ist eine Single, die heißt... My
My home is everywhere. My home is everywhere. My home is everywhere. Everywhere I go. Everywhere I go. Dankeschön. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Go straight.
The desert is
is mine. Unheimlich viel Aufregung jetzt im Studio. Wer geht nun heute Abend ins Konzert von der Kollegenschaft hier ringsherum und wer nicht? Es ist sicherlich eine Pflichtveranstaltung. Geier, herzlich willkommen. Basti, herzlich willkommen. Guten Tag. Basti wollte nichts sagen, aber wenigstens mal guten Tag, ist ja klar. So, es gibt also hier eine 12-seitige Gitarre, ach, die liebe ich besonders. Es wird also auch Musik erklingen hier demnächst. Geier, lange nicht mehr hier gewesen im Osten. Heute der erste Gig im Jojo. Nee, das ist falsch. Also wir waren schon wieder zwischenzeitlich in Halle und in Güstrow nach unserer Tour durch Westdeutschland. Erzähl mal, wie war es denn überhaupt auf der großen westdeutschen Tour? Ach, war schön, war ganz nett. Also wir haben jetzt das zweite Mal so in etwa eine Tour dort gemacht und so langsam, also werden auch die Läden voller und kristallisieren sich so richtige Fans heraus. Also ist eigentlich super nett. Was tut denn die Firma für euch? Die Plattenfirma. Die Plattenfirma. Naja. Ja, jetzt kann ich in zwei Sachen reden. Gut. Ja, die macht eigentlich, also so Management-Sachen werden vorrangig gemacht und auch natürlich so Plakate, Annoncen in Zeitungen, in den Eingängen, Musikzeitschriften. Also der Fan von solcher Musik, von Indie-Musik, der wird schon wissen, also sowas wird alles gemacht. Radiosachen arrangiert auch im Westen und Zeitungsartikel und alles, was man eigentlich nach so einer Platte auch machen muss. Na, habt ihr hier in dieser Gegend keine Schwierigkeiten? Die Radiostationen spielen euch, also Rock Radio B, DT64, Radio for You sicherlich auch. Wie sieht es denn, sagen wir mal, aus, wenn man nach Nordrhein-Westfalen kommt oder nach Bayern? Seid ihr da von Playlists will ich gar nicht reden, aber haben die wenigstens eure Produkte und spielen die? Also ihr wartet sicherlich auch auf Promotour durch Radiostationen. Wie läuft das dort? Ja, da gibt es halt so eine Sachen, dass die ganzen Sender, also ähnlich wie in Berlin, also die großen Anstalten oder so, oder weniger großen mit dem schlechten Musikprogramm, die gibt es dort auch überall. Also eigentlich sehr, sehr schade. Also die Radiolandschaft sieht drüben noch finsterer aus als hier. Bis auf ein paar kleinere Sachen. Und die haben dann, das Äußerste ist dann schon Herbert Grönemeyer an einer ganz harten Grenze. Der ist dann schon fast Aufruhr für die. Und somit ist so eine Musik, was wir machen, also kommt da völlig nicht. Also fast nicht in die Radiostation einspielen, das doch. Gibt ja auch also so eine Indie-Sendung auf dem WDR und so.
macht ein Freund oder Musiker, ein Kollege, der macht die auch, und der ist halt der John Peel vom WDR so in etwa, war, der spielt bei Escape with Romeo und der spielt dann auch so eine Musik halt, ja, so wie wir sie machen. Und aber so im Prinzip die ganz großen, also wenn man da bei Namen sagen darf, WDR 2 oder FFL. Die kannst du sagen, die können ja sowieso keine anfangen. Die kann ja so, ist ganz schlimmes Programm, also die spielen also auch im Nachtprogramm, was weiß ich, ja, irgend so ein Schalaballer-Zeug. Also ihr kommt da ins Studio und keiner weiß eigentlich, wer ihr seid und was ihr macht. Das ist ja normal, das kann man ihnen ja auch nicht vorwerfen. Aber kommt man dann trotzdem ins Gespräch, also bei diesen 3-Minuten-Sachen, die es da gibt? Ja, also die hängen sich sehr immer an, die, sehr oft, also was uns eigentlich stört, was uns nicht, also jetzt negativ stört, ist eigentlich, dass sie sagen, Mensch, ihr kommt aus dem Osten, ihr wurdet immer unterdrückt, weil das ist ja auch irgendwie so ein komisches Klischee, hat uns eigentlich stört, wenn auch in den Spielplänen drin steht, ja, eine Band aus Ostberlin, aus dem Osten, schreckt die Leute eigentlich fast immer ab, weil sie denken, da kommen die Pudis oder da kommen die Söhne der Pudis oder jetzt, ist, ich meine, die Pudis, die machen ihr Ding, das sollen sie auch machen, aber das sind halt nicht wir, wir machen eine andere Musik. Und oftmals erleben wir das, dass halt die Leute so kommen und sagen, Mensch, es gibt ja auch so eine Musik, kann ja nicht wahr sein. Und wir haben zum Beispiel in Wilhelmshaven diesmal gespielt, da waren so 400-500 Leute, die kamen mit selbstgemalten Divisions-T-Shirts und all so ein Zeug. Da haben wir uns schon ganz, ganz gut gefreut. Haben wir auch mit englischer Konkurrenz gespielt und die waren da dann halt... Und die Groupies stehen auch auf der Bühne oder neben der Bühne oder hinter der Bühne? Bei uns? Warten auf euch? Nee, also so weit gibt's bei uns nicht. Also wir sind ja eine sportlich veranlagte Band oder also sowas. Das ist ja kein Widerspruch. Nee, also so weit gibt's eigentlich bei uns nicht. Wir sind moralisch wertvoll. Gut, das ist ein guter Übergang. Basti hat nämlich die 12-seitige Gitarre auf dem Schoß und du wirst dich gleich ein bisschen erheben, hoffentlich nicht weit weg vom Mikrofon. Was gibt's denn von euch jetzt zu hören? Ja, wir haben halt ein Lied mitgebracht. Ein Lied, das auch auf unserer zweiten Platte auf der Fascination gibt. Das ist der Titelsong Fascination, aber erstmalig in der Akustikversion und etwas langsamer. Oder? Und möglicherweise demnächst auf einer Maxi zu erhalten? Okay. Wissen wir gar nicht. Wir schneiden jedenfalls nicht mit und werden das Ding dann nicht vertreiben, sozusagen schwarz. So, leg los. Zugabe? Darf ich noch eine Zugabe? Nee. Das kleinste Publikum wahrscheinlich für euch heute in diesem Studio? Schön. Nee, nicht unbedingt. Also wir haben ja auch manchmal so ganz so kleine Sachen mit Freunden und so. Du bist jetzt aufgestanden zum Singen, das ist klar. Man muss schon machen wegen des Zwerchfells und was alles da physiologisch oder wie das heißt zusammenhängt. Du hast aber neulich eine Sendung bei uns gemacht über deutsche Bands, deutsche Rockmusik. Da hast du auch gestanden, das muss offenbar so sein. Das hat aber nichts mit der Position des Sängers zu tun. Nö, überhaupt nicht. Also ich denke einfach, wenn man so steht, dann ist ja die vom Gefühl her, also wenn man sitzt, dann sitzt man. Dann kann man auch eine richtige Schreibmaschine schreiben oder sowas. Aber wenn man irgendwelche Sachen macht, wenn man irgendwas so einen Groove so
oder irgend sowas halt machen will, dann muss man irgendwie, also ich finde, ich, für mich jedenfalls, ist es besser zu stehen. Das hast du nicht gesehen bei texanischen Rockstationen, die stehen ja auch meistens irgendwo als DJs. Echt? Nee, halt nicht hier. Sehen. Hast du nicht gesehen? Nee. Gut, heute Abend, aktuellen Kamera. Heute Abend seid ihr also im Jojo. Es wird ein bisschen spät losgehen, nehme ich an. Der Vorverkauf soll unheimlich gut sein, das ist klar. Lieblingsband sicherlich hier in Berlin. Mhm. Die Vision, was wird denn da passieren? Irgendwas Neues oder spielt ihr die neue LP komplett runter? Ja. Ah, nö. Neue Sachen. Neue, alte. Mhm. Alle gemischt. Alle gemischt. Ja, auch, wie gesagt, ganz neue, die noch gar nicht auf Platte sind. Also wo wir ja also so futuristisch mal auf die Platte raufgehen wollen. Also Fascination zum Beispiel nicht in der 12-seitigen Akustikvariante, sondern mit kompletter Beat-Besetzung. Ja, mit Beat-Besetzung. Ich habe ja neulich mal bedauert, ihr habt ja glücklicherweise Nightingale drauf auf der zweiten LP-CD, allerdings da in der Akustik-Variante. Ich hätte das Ding ja gerne mal auf LP gehört in der kompletten Besetzung. Macht ihr euch darüber Gedanken, ob man mal diesen oder jenen anders, ich meine, dass ihr das gemacht habt, kann man ja anhand dieser Platte schon sehen. Aber auch Möglichkeiten, vielleicht mal eine Maxi separat rauszubringen oder so, wie könnte das noch weiterlaufen in der Zukunft? Also, ja, wir planen jetzt eine Maxi, die wird auch gerade irgendwie gemacht, also so von Dangerous Friends of J.F. Sebastian soll eine Dance-Maxi so kommen, also ist ein Scherz, so war so halt lustig sein. Und wir spielen auch in den Konzerten zum Beispiel jetzt Love by Wire in einer Akustikfassung. Also wird auch heute Abend so sein. Also nicht immer für uns. Klar, für die Leute, die sehen vielleicht ein Konzert zum fünften Mal, haben die Platte vielleicht dreimal gehört, aber wir haben die Titel schon immer 400-500 Mal geprobt und dann und dann denken wir immer, dann sind wir immer so weit, wa? Mhm. Wie verkauft sich denn die zweite LP in Ostdeutschland? In Ostdeutschland, also muss ich dazu sagen, gibt es Schwierigkeiten. Also Schwierigkeiten, vielleicht kann man das nicht so sagen. Also Berlin ist eine Hochburg, die liegt ja auch in Ostdeutschland. Aber so Sachen, wenn es nach Dresden geht oder Rostock und Cottbus, da gibt es wohl die LP ein bisschen schwer. Also, das ist ja eigentlich bei einer renommierten Firma, wo man annehmen könnte, dass das funktioniert. Also wir wissen, dass von Die Art, die sind ja nun bei der Deutschen Schallplatte mit einem Vertrieb, der in Hamburg sitzt, da funktioniert es überhaupt nicht. Also wir sind gerade beim Recherchieren, wollen da mal sehen, was eigentlich läuft. Und bis jetzt kann man schon sagen, es läuft gar nichts. Dass das mit dieser Firma, wo ihr seid, die also in Herne zu Hause ist, auch nicht im Osten funktioniert, ist doch relativ seltsam. Ja, dazu gibt, also ich habe ja oft, also oder wir, bis der Dr. Berger, also der war uns, viele Grüße ins Büro. Sogar Manager. Ja, genau. Er ist auch als Alaska bekannt. Der hat schon öfters mit Herne telefoniert und die sagen halt, gab halt Läden im Osten, die nicht bezahlt haben. Die sind dann ganz kurzfristig entstanden, da haben sie Platten hingeschickt und dann wurden halt diese Platten nicht bezahlt. Aber ich kann jetzt einfach nicht so glauben. Ich denke auch einfach mal, die haben nicht genug Außenvertreter oder Vertriebsleiter in den zuständigen Gebieten dafür. Weil zum Beispiel in Altenburg oder sowas, wo unser Schlagzeuger, was hat er da? Verwandte ist gut zu sagen. Da gibt es die Platte auch nicht. Oder unser Keyboarder war letztens bei seiner Schwester zu Besuch, wollte zur Kindestaufe was mitnehmen, ein Plättchen oder eine kleine CD aus dem Laden holen, gab's nicht. Das war irgendwo da bei Nordhausen oder sowas. Die Leute also besorgen sich oft die Platten aus Berlin oder halt aus dem also aus Westdeutschland. Gut, da sollte man sich also nochmal kümmern, vielleicht müssen wir da auch nochmal recherchieren möglicherweise. Letzte Frage, die nichts mit Musik zu tun hat, du bist ja ein großer Sportfan, was sagst du zur derzeitigen Situation der Ostbands, hätte ich beinahe gesagt, der Ostmannschaften in der Bundesliga? Der Fußballmannschaften? Ja. Na, ich schätze, dass Dresden wird schaffen, also denke ich einfach, wäre auch okay und dass Hansa drin bleibt, ja, und dann steigt der erste FC Union in die zweite Bundesliga auf. Also, die erste, dann nächstes Jahr, aber was hast du für einen Tipp? Ja, ja, Robert Smith ist ja auch Fußballfan, war der Wünsche, dass England Europameister wird. Das waren also Basti und Geier im Studio von Rockradio B, Check-In. Heute Abend, es geht sicherlich erst sehr spät los, wann sollten die Leute da sein, um die besten Plätze vor der Bühne zu ergattern, um möglicherweise Stage-Diving machen zu können? Sehr schön. Ich glaube, das wird so 22 Uhr sein. Also 22 Uhr, so 21, 22 Uhr ist Einlass und ich denke, dass wir so 23 Uhr anfangen. Okay, viel Spaß heute Abend. Tschüss dann. Ja, tschüss.